Shalom Aleichem. Heute sprechen wir über jüdische Recycling. Wir sind heute sehr erstaunt in der Welt, wie die ganze Welt will bewusst leben in alle Sachen von Entfernung von Müll. Dass man schafft, Reste von Sachen, Müll, zu machen später gute Sachen. Man kann von Müll machen Recycling und machen sehr viele gute Sachen. Das nennt man Michzur. Die Sachen noch einmal zu nutzen in eine andere Form. Und das ist eine gesegnete Sache, das ist eine gute Sache. Das zeigt auch auf der Zeit von Moschiach-Zeit. Und auch natürlich in moderne Welten gibt es ein Müll für Bio und ein Müll für Flaschen und ein Müll für Kleider und ein Müll für Karton und Papier. Und jede Sache, hoffentlich, dass die das nehmen, machen wirklich die Recycling, die wir hoffen, dass unsere Welt und Klima mehr schützt und ehrt, damit dass wir diese Welt noch viele schöne Jahre haben ohne Blockaden. Aber noch viele, viele Jahre vorher, früher, wo hat man Müll Recycling gemacht, gibt eine geistlichen Recycling. Und das nennt man Tshuva. Ein Mensch kann alle seine schlechten Taten machen in Müll und Recycling zum was Gutes. Egal, was hat der Mensch schlecht gemacht, in dem Moment, wo er umwandelt alles, was er hat gemacht zum Guten, das nennt man Machzor oder Michzur Yehudir, jüdisches Recycling. Wenn der Mensch hat die ganze Zeit geschrieben gegen Gott, gegen Israel, und jetzt macht er Recycling und er schreibt jetzt pro, alles, was er hat geschrieben bis jetzt, seinen guten Ruf, seinen guten Namen, wird jetzt zum Guten. Das habe ich in einem anderen Shiur schon erwähnt, aber die Idee ist dieselbe. Der alte Rebbe erklärt, dass wenn ein Mensch hat gesündigt, hat er viel Müll, ein Berg von Müll. Ein Berg. Und diesen Berg von Müll entfernt ihn von Hashem. Und gerade diesen Abstand hat bei ihm gezündet eine Durst und eine Wille zu Hashem. Und er kann umwandeln bitter zum Süß, Dunkelheit zum Licht. Er kann machen jüdisches Recycling. Deshalb, Hashem sagt uns, gerade in dieser Welt, auch wenn Leute, die haben damals solche schlimme Sünde gemacht wie Erevrav, die Teile, die haben gemacht bei dem goldenen Kalb und sie haben gemacht Tshuva und die wurden integriert in Eretz Israel, in Am Israel, so wie es steht geschrieben in die Tora, Kapitel 33a, Lech alem mizeatam ve'alam asher eletam Eretz Mitzrayim, die heißen Ha'am. Auch diese Gruppe konnten Tshuva machen. Und wir sehen viele Leute, die haben Gott geärgert am Anfang mit ihrem Schmutz, mit ihrem Müll, mit ihrem Stunk, das sie haben gebracht in der Welt. Aber in dem Moment, wenn sie nehmen diesen Müll und machen davon Recycling, sie machen davon umwandeln zum Positiv und in jedem Bereich kann man das machen, das nennt man Tshuva Amitit, dass die Recycling ist, dass die schlechten Sachen werden zum Guten. Shkoyach.